Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Santa Clive wünscht euch alle eine frohe Weihnachten oder frohe Weihnachts, nicht Weihnachtstage, frohe Festtage, wenn ihr keinen Weihnachten feiert oder so, ne? Wenn dieses Spiel so einige Kosmetikoptionen hätte wie die Tales of Serie, dann würde ich jetzt eine Weihnachtsmütze und ein Bärtchen und eine Sonnenbrille tragen, ne? So wie Epic Santa. Boah, kann sich da noch jemand dran erinnern? Tales of Exilia 2, Epic Santa. Boah, da waren noch Zeiten, ne? Alles klar. Ja. Wir sind hier weiter mit der kleinen Invasion von, wie heißt diese Stadt eigentlich nochmal? Ich kann die Karte nicht aufrufen, stimmt. Weiß nicht, wie die Stadt hier nochmal hieß. Die Hauptstadt von Valusia. Ja. Keine Ahnung. In der letzten Folge haben wir Belmont geknechtet und jetzt sind wir immer noch hier. Wir wundern uns, was hier so passiert ist, weil hier sind die Leute alle tot und da ist schon wieder irgendwas oder irgendjemand, ne? Oh Mann. Irgendwann müssen wir jetzt schon wieder kämpfen, ne? Ich bin immer noch relativ neu hier im Spiel drinne, seit ein paar Monaten oder einen Monat, wegen nicht die besten Voraussetzungen, um gegen Bosse zu kämpfen, aber was soll man machen, ne? Da wartet jemand. Wer bist du? Okay, nicht erwartet. Was, wieso nicht? Hat jemand Feuer auf mich geschossen? Aber ein bisschen auf meine Tränke und so aufpassen, ne? Oh, nee, so ein Typ, genau. Und ich kann mich erinnern, die waren ein bisschen nervig, ne? Ich kann nicht absorbieren, aber ich bin gleich tot. Ich kann nicht so viele Tränke hier verbrennen, Kollege. Das tut gut. Aua. Alter, pass mal auf, das tut weh. Hat er mir das voll übergezogen ins Gesicht. Schäfer! Ich traue mich ja gar nicht, hier an den heranzugehen. Warum habt ihr denn alle so zeitverzögerte Angriffe? Kotzt mich gerade an, ey. War nicht mal mein Ding, ist voll. Na, komm her, mach den fertig. Jetzt noch den hier. Oh Gott, der ist so gut wie tot. Wow. Oh mein Gott. Ich brauche ein paar mehr Heiltränke. Ich spiele doch heute erst wieder nach so einem Monat oder so. Wir müssen ein bisschen sanfter mit mir sein. Also ja, dieser Part sollte eigentlich am 24. Dezember hier hochgeladen werden und ich sehe auch nichts, was dagegen spricht eigentlich, ne? Meine ganzen Parts für Star Wars schon hochgeladen. Also wenn ich habe jetzt noch mal nicht 3 Tage Zeit, das machbar zu machen. Also ich sehe jetzt nicht, was da jetzt irgendwie dazwischen kommen könnte, weil dieser Part nicht am 24. Dezember hier hochgeladen wird. Ne? Also wie gesagt, fröhliche Weihnachten an euch alle. Ich bin jetzt 4 Minuten am Aufnehmen. Dieser Kampfgott hat. Kam mir wie eine Ewigkeit vor. Wow. Oh nee, das ist nicht schon wieder so einer, oder? Oh Gott. Nein, danke. Nicht dein Tag. Bin so weit weg. Ist ein Trank. Ist ein Heiltrank. Was? Oh, ich dachte, die wären noch. Die waren nicht mehr. Boah, ich bin gleich am Hochleveln. Das heißt, ich
heim ich glaube ich hoch, ne? So funktioniert er doch in dem Spiel, oder? Sehr gut. Wow. Oh Mann. Ja, auf dich gehe ich mal so los, ne? Wenn du nichts dagegen hast. Ja, oder auf alle. Ich setze den Angriff immer nur gegen Bosse ein, dann. Okay. Ich habe, glaube ich, niemanden damit getötet. Aber jetzt hast du eine Ausdaueranzeige. Alter. Ja, mit den Ausweichen heute will irgendwie nicht. Aua, Mann. Das ist aber gut. Nein, ich dachte. Egal. Was soll's. Jetzt ja meine super Angriffe gegen die normalen Gegner hier ein. Oh! Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah! Dann noch mal den hier. Danach noch etwas zum Zucken. Jetzt noch den hier. Oh ja. Oh. Sehr gut. Oh, schön. Okay, wir sind jetzt wieder voll AP. Ausgezeichnet. Uns fehlen nur noch ein paar Tränke, so wieder voll sind. Die wir wahrscheinlich für bevorstehende Bosse brauchen werden. Also gut. Durch die Festung also. Anders geht es wohl nicht. Ah, kann ich rein. Okay, Heiltrank. Heiltrank. Nee, Reißzahn. Den kann ich nicht trinken. Außer. Es sei denn. Gib mir eine Minute. Ich werde einen Weg finden. Das glaubst du nicht, Joshua. Was ist das für ein Geräusch? Ist das eine Maus? Ist eine Maus, ne? Oder eine Ratte. Trank. Stahlseide. Die kann ich nicht trinken. Außer. Heiltrank, den kann ich trinken. Ja, fehlt mir nur noch einer. Gut. Ich habe das Gefühl, ich bin hier schon auf dem richtigen Weg. Was mal woanders hin. So, ach, komm mal hier. Wenn das Licht Satellit. Warum Satellit? Haben wir gerade einen, ne? Ich habe schon eigentlich alles so an Fertigkeiten gelernt, die ich haben will, ne? Als andere ist jetzt nur so Komfortkäufe, ne? Wir mal überlegen, ja. Ist das Barmut? Das Rahmen. Ja, ne, Barmut, soll ich vielleicht auch mal. Wie war halt noch mal mit Meistern? Kann man die dann überall? Die kann man dann überall ausrüsten, ne? Na, aber wir haben so ein Guard Cancel oder wie auch immer man so was nennt. Wir sind eigentlich jetzt. Ich habe ja eigentlich die alle schon, ne? Meister, wenn man meistert, dann es ist jeder essbar zuordnen. Sonst nichts. Ich finde, wenn man die Meister, sollte man auch noch irgendwie so andere Sachen bekommen, ne? Was soll ich denn jetzt hier holen dann, ne? Einfach andere Fähigkeiten, die ich nicht benutze.
Nehmen wir nicht, ne? Hier soll ich Lebensflamme mal lernen, einfach so, wenn ich die Ultimate halt habe, ne? Es hat die Sache, ne? Es hat ja eigentlich ihr Licht, ja, nicht, ne? Kauf mal, boom. So. Die ganzen billigen Sachen, die ich nicht habe, kaufen, ne? Ganz Mini-Angriffe. Ansonsten tue ich die eigentlich nicht benutzen oder brauchen, ne? Das ist auch eine coole Fähigkeit, ne? So lange ich mehrere von denen mal ausprobieren, ne? Aber da muss ich mich wieder dran gewöhnen, so wie funktioniert der Angriff und so, ne? Ja. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dieser Angriff gefällt mir nicht so, wenn ich nicht so ganz ehrlich bin, irgendwie ist die ganze Zeit stationär mit diesem Angriff. Müssen wir mal den Angriff hier. Ne? Er kann mehrere Mal hintereinander ausgeführt werden. Ne? Gucken wir mal. Was haben wir hier noch so für Optionen? Mit dem einen Ding treffe ich auch irgendwie nie was. Ich ganz ehrlich bin. Muss der Angriff hier. Ja, das ist der Ausweich. Das ist der Angriff, den ich ausgerüstet habe. Der hier. Bei mehrere Eis gesurft, die leichtere Gegner bei Berührung mit zu Kleif reißen, auch in der Luft einsetzbar. Aber den ja. Dann tun wir mal ein paar Angriffe hier ändern, ne? Muss man auch mal machen, ne? Ja, mit dem Angriff bin ich immer irgendwie zu weit entfernt oder. Weiß nicht, bringt es irgendwie nicht so, habe ich so Gefühl. So, der jetzt verbessert, ne? So, dann haben wir den hier ausgerüstet, ne? Habe ich den jetzt ausgerüstet? Ja, ne? Dann mal hier Wolkensturz, ne? Die beiden Angriffe bringen es irgendwie nicht so. Hier bin ich immer stationär, muss ich mal mashen, weil irgendwie voll gefährlich ist. Mit diesen einen Kristall treffe ich nie was. Den machen wir mal so, ne? Guck mal. Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich noch hin muss. Hier, ne? Ja. So, ich hoffe, jetzt kommt natürlich noch so eine kleine Gegnermenge, wo ich die ganzen Angriffe mal ausprobieren kann. Nicht direkt ein Boss. Wo ich dann wahrscheinlich alle meine Entscheidungen hier bereuen werde. Oh, hättest du mal diesen Eiskristall gegen mich eingesetzt? Boah, der wäre voll überpowered gewesen. Boah. Hey, was geht? Okay. Ich dachte, man könnte ja nur dreimal einsetzen. Kann ich ja gerade aufladen? Wollte ich. Ja, die Mann gegen Bosse wird dann auch besser sein, ne? Boah. Okay. Gibt so ein kleines Minispiel. Könnt ihr mir auch mal vorher Bescheid sagen, Leute. Was da passiert. So eine Sekunde. So, was ist jetzt der Unterschied, wenn ich irgendwie. Da ist irgendwie so ein gelber Balken. Das heißt, dass, wenn ich das dem gelben Balken aktiviere, ist er irgendwie stärker. Sagt mir das Spiel halt irgendwo. Fester in Glenfeld, haltende Taste erhöht die Breite und Rückstoßwirkung der Attacke. Loslassen der Taste, wenn sich die Leiste im roten Bereich befindet, maximiert die Breite der Rückstoßwirkung. Zusätzlich werden Gegner dann auch eingefroren. Rot ist gut, okay. Ist normalerweise immer. Normalerweise ist das aber schlecht, ne? Also wenn das rot ist, dann. Ja, okay. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das verbessert. Ja. Alles klar, weiß ich Bescheid.
Leute an Nordmann das aufladen muss, ist ein bisschen so, weiß noch nicht, was ich davon halte. Mal gucken, wie sich das so in Bosskämpfen hier. Da werde ich ja wohl bestimmt mal irgendwie so ein Zeitfenster hin und wieder mal haben, wo ich das aufladen kann, ne? Aber jetzt wieder nur so ein bisschen extra Konzentration. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. So extra Konzentration im Kampf. Darf ich nicht von hier? Oh nee, nicht schon wieder. Ich habe ich letztens so gekämpft. Oh. War nicht noch ein Gegner gerade? Da, ich dachte, du schießt jetzt noch andere Dinger. Okay. Scheint ordentlich Schaden zu machen. Nein, ich dachte, du schießt. Nein, wenn ich mit dem ersten nicht treffe, klappt das nicht. Zack. Ja, vielleicht liegt es daran, weil ich schon lange nicht mehr das Spiel gespielt habe, ne? Ja, ich vielleicht noch nicht gewohnt bin an Clive, ne? Aber er ist echt ganz schön aggressiv, ne? Ich höre ihn die ganze Zeit nur schreien, so. Nimm das. Kommt mir wahrscheinlich nur so vor, weil ich seine ganzen Macken nicht mehr gewöhnt bin, ne? Aber kommt gerade so ein bisschen komisch rüber. Hört euch das mal an, ey. Ja. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Schaden gemacht als sonst. Oh, ich liebe diesen Angriff jetzt schon. Da habe ich so Mini-Zapfenzucken eingesetzt. Okay, da war sehr viel einfacher, als ich gedacht hätte. Da war ja nichts im Vergleich zu den anderen. Aber der andere war ja auch eine Kopfgeldjagd und ein Boss, ne? Ein bossiger Kopfgeldjagd. Hey Joshua, schau dir mal meinen Zaubertrick an. Ja. Kleines Schwert, großes Schwert. Kleines Schwert, großes Schwert. Kleines Schwert, großes Schwert. Echt beeindruckend, Bruder. Verstaunst mich immer wieder. Warte mal, da hat er gerade sein normales Schwert weggesteckt, ne? Nur er steckt einfach da rein. Und dann verwandelt sich wieder in das normale. Ich sag doch, Joshua, Zaubertrick. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Es gibt so viele Abzweigungen immer und ich weiß nie immer, welcher der richtige und welcher der falsche Weg ist. Hier ist eine Truhe. Das ist der falsche Weg, was gut ist. In diesem Fall wäre das der richtige Weg. Ja. Die kommen gar nicht her, folgen mir. Supertrank, nice. Ah. Bin ich noch voll mit meinen ganzen Tränken ausgezeichnet. So wenige von euch. Wer will mal schnuppern? Soll ich mich schießen? Die Reflexe einer Katze. Er schießt. Pass auf, Bruder. Ich habe ihn. Er ist schon längst tot, Bruder. Verdammt. Was stimmt eigentlich nicht mehr? Warum tue ich diese Leute eigentlich hier voll? Das ist voll die ernste und seriöse Story hier, ne? Voll die emotionale, tragische Drama-Story hier und ich mache hier.
ich habe nichts Besseres zu tun, als mich die ganze Zeit hier irgendwie über die lustig zu machen und irgendwie ja Charaktere wie voll die Vollidioten hier darzustellen. Mann, ich darf sie gar nicht in der Nähe lassen von solchen Spielen. Deswegen spiele ich so kartonische Spiele wie Diablo und so. Gott, sind hier viele Gegner. Also, was wäre ein deutsches Wort für das Wort Lighthearted? Versuche ich die ganze Zeit dran zu denken. Ich brauche eine etwas lighthearted Story. Herzerwärmende? Oh, nee. Also wenn eine Story nicht so ernst ist, ne, nennt man normalerweise lighthearted, ne, auf Englisch, aber ich weiß nicht, wie man auf Deutsch nennen würde. Kinderfreundlich? Ne, nicht kinderfreundlich, ne. Oh, jetzt ist alle tot. Glaube ich. Weiß nicht, wie viel davon ich treffen kann. Alle. Ausgezeichnet. Boah. Warte mal, haben die da Tränke hinterlassen? Warum hinterlässt die denn jetzt dann auch immer Tränke? Die Gegner können keine Tränke hinterlassen. Ausgezeichnet. Also was, Google, hilf mir mal aus. Google Translate. Light. Hardet. Wenn da jetzt gleich steht Lichtherz, wenn da jetzt gleich steht Lichtbärz oder irgendwie sowas, unbeschwert, okay. Ich weiß nicht, ob das eine perfekte Übersetzung wäre. Unbeschwerte, ja, 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 macht schon Sinn, aber irgendwie auch nicht. Finde ich irgendwie wohl leichtherzig, würde eigentlich auch schon passen, ne? Ne, sanft. Ich, der einzige Wort, was mir jetzt einfallen wird, über kinderfreundlich, aber das ist schon wieder, ist ja wieder halt vollkommen anderes, ne? So, da muss ich durch. Ah ja, ja, Internet hat sowieso immer recht. Unbeschwert soll es sein. Deswegen spiele ich so unbeschwertere Stories wie Jedi Survivor und Diablo, Resident Evil. Nope. Wer ist unser Boss für diese Ebene? Okay. Wer seid ihr denn? Ja. Was denn so eine Panik hier, Joshua? Sind zwei Gegner. Ja, ich mal Bosse. Ins Gesicht. Und jetzt ihn hier. Wie heißt der Typ? Torg Vector. Torg Walder. Oh, Raiton. Was? Raiton? Ach ja. Ich nehme an, die sind Ninjas oder so, ne? Oh ja. Ich fange dein Feuer. Ich fresse dein Feuer. Aua. Oh. Aua, aua, aua. Du hast meinen Angriff abgebrochen. Jetzt, aua. Jetzt breche ich dich ab. Ja, mir gefällt der Angriff. Der ist sehr viel stärker. Ich setze doch Ifrit die ganze Zeit ein. So, ihr seid alle tot. Aua! Oh, der hat mich getroffen. Oh mein Gott. Der hat mich einmal gehauen, ey. Da muss ich meinen Angriff abbrechen, ey. Ich glaube, Takt.
Okay, ihr lebt alle noch, aber ich habe noch den hier. Jetzt seid ihr alle tot. Oh, das ist so befriedigend, die ganzen Lebensbalken irgendwie ja verschwinden zu sehen, ne? Die ganzen Lebensbalken, die doch fast voll sind hier. Vor allem sind sie alle leer. Oh Mann. Ja, geh weg. Nein. Jetzt hat er die auch noch eine Barriere um. Ich wollte schon sagen, wenn die dadurch keinen Schaden nehmen, ne? So, wer ist das? Wer ist das? So, das. Der war der einzige, der übrig war. Und nun, wir werden auch noch schnuppern. Wäre das wieder so einer mit einer Kanone? Ah, sieht so ein bisschen aus wie so einer. Oh. Oh, Leute. Oh, ich erinnere mich, der war auch unschön. Haha. Habe ich alle gefangen? Habe ich alle gegessen? Nein, nicht hauen. Okay, das hat mich leicht. Okay, ich nehme an, weil ich in Ifrits Form war oder so, ne? Ich dann nicht abgebrochen. Na ja, gut, der geht nur auf ihn los. Nein. Aber komm her, ein Stück. Da ja, Gegner werden sogar eingefriert, sehr gut. Komm her. Ja, ich geh mal wieder. Oh Gott. Haha. Komm her, Stück. Ich schlitz einfach deine Explosion auf. Komm her. Soll ich noch mal einen Zahnentzug einsetzen? Ich glaube, ich habe gerade reicht, aber ich versuch's. War schon gleich tot. Jetzt noch ein Diamantenstaub. Bonk. Brauchst du Eis? Da kommt noch der dicke Laser. So, 38 Schaden, 38 Ton. Kein Problem. Oh, ich habe mein Schwert nicht aktiviert. Boah, ich höre einfach nur, wie Joshua das alles mit seinem Gesicht tankt. Oh. Oh, schön. Spiel macht voll Spaß gerade. Ah, warum habe ich das Spiel pausiert? Es hört einfach nicht auf. Die ganze Armee ist hier. Ja, Zurück, Joshua. Ich beschwöre Ifrit. Stopp, Clive. Hör mich an. Wenn du dich hier verausgabst, wirst du nicht genug Kraft haben, um den Kern zu zerstören. Na, darum geht's hier die ganze Zeit. Hey, ist das nicht unsere Basis? Oh, und der Prinz. Alle anderen wichtigen Kakerl. Sie ist nicht allein. Oh, das Final Fantasy Thema. Gerade das Final Fantasy Thema gehört im Hintergrund. Ist die Überraschung gelungen? Wie seid ihr? Geoff,
Er hat uns gesagt, wo ihr sein würdet. Und sogar einen Riss in der Mauer gefunden. Und als wir das Feuermeer am Himmel gesehen haben, haben wir nicht länger gezögert. Wir waren nicht untätig. Was verschafft uns die Ehre? Ich begleiche nur meine Schuld. Prinz Deon. Deon, genau. Gut, euch wohl aufzusehen. Ihr seid also Ifrit. Euer Onkel gab mir eine Nachricht. Vertraue deinem Herzen und es wird deine Klinge führen. Du bist deines Vaters Sohn. Seine Worte. Danke. Für alles, eure Hoheit. Deon, bitte. Euch ist schon klar, dass wir bis jetzt allerhöchstens den Putz hier von der Wand geklopft haben, oder? Also, ja, ist er. Die edlen Damen und Herren also langsam so. Ah, oh, fein fancy Thema. Schön gesagt, Gert. Wir haben viel zu tun. Das Thema von der Final Fantasy Serie seit dem ersten Teil. Dun, 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 dun. Aber es sind ja schon einige bekannte Lieder hier aufgetaucht, ne? Götz. Ich schätze mal, dass du da reingehst, egal was ich dir sage. Aber versprich mir bitte, dass du gut auf dich. Ist ja echt schon der finale Dungeon oder so. Tante wäre am Boden zerstört, wenn dir was passiert. Kann ich mir nicht vorstellen. Extra das ganze Zeug nach Ashra hat schleppen lassen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Also, du kaufst mir was ab, ja? Aber sicher doch. Götzes Bütchen. Oh. Verteidiger. Das Ding ist nur 2 Punkte schwächer als diese ultimative Waffe, die ich mir hergestellt habe. Gut, hier, bitteschön. Gott, wie stark wird denn das Ding dann sein, wenn ich das hochlevel? Das Ding ist auch was stärker. Ein mehr Verteidigung, aber ein weniger HP. Warte mal, wenn ich hier ein Hochlevel. Ah, meine ganzen ultimativen Waffen, die ich hergestellt habe und so. Welche Glieder vor und hält sie? Meine ganzen Sachen sind jetzt wieder voll outclassed hier. Oh, Finalix hier. Alles erledigt? Dann lass mich mal raten. Götz Amboss. Den kann ich dann nicht hochleveln, ne? Den Verteidiger, oder? Ne. Hm. Wäre noch schöner gewesen, ne? Also diese ultimative Waffe, für die ich hier diese Quest und so gemacht habe, ist nur, was, 5 Punkte stärker als eine Waffe, die ich im Laden kaufen kann? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ah, ich habe ja so einen Skin, glaube ich, drauf, ne? Ich. Ja. Ewig Schatten, Ragnarok. Gibt's nicht. Also die ganzen Sachen, die ich mir mal so hergestellt habe. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab dort B-Mod. Nee, verstärken. Warte mal, verstärken. Bin gar nicht auf Dings gegangen hier. Aber nee, ist auch nicht hier. Hab ich nicht letztens. Ich habe doch vom B-Mod hier irgendwie was bekommen. Habe ich jetzt schon alles? Das hier habe ich noch nicht, ne? Heilkommen. Wo krieg ich denn das her, Mann? Oder hier, habe ich auch noch nicht. Doch, das habe ich schon. Wo ich heilkommen. Ich würde mal wetten, dass ich den von diesen einen Drachen bekomme. Das war dann alles, oder? Mhm. Also ich finde den irgendwo in Ori heilkommen. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft, Torgal. Ich habe hier so einige Final Dungeon rückblenden irgendwie. Ich glaube, das ist ja
glaube, wir sind echt ja vom finalen Kampf. Wäre er sicher stolz auf dich, Clive. Stolz auf uns alle. Ich wäre auch stolz auf mich. Jeder Abschied birgt die Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wir werden uns finden. Wir werden uns finden. Okay, da war ein bisschen kryptisch. Keine Sorge, Clive. Shivas Stärke wird für immer ein Teil von mir sein. Ja, ne, sie konnte trotzdem noch Shiva einsetzen. Die Eismagie jedenfalls. Okay. Ich möchte noch so vieles über euch erfahren, wenn all dies hier vorbei ist. Bis dahin erwartet jeden, der sich uns in den Weg stellt, die Spitze meines Speeres. Man hat fast Mitleid. Sorgt euch nicht um uns. Nichts als der Kern. Mein Gott, jedes Mal, wenn ich hier so eine Cutscene, so ein Gespräch mit jemandem führe, muss ich das automatisch mit Genshin Impact vergleichen, ne? What? Also unsere Leute hier. Hier so zweisätziges Gespräch, ne? Hin und zurück, ne? Er sagt was, ich sag was, ne? In Genshin Impact, wenn du da mit irgendeinem NPC redest, ne, der erzählt dir deine gesamte Lebensgeschichte, ey. Weiß nicht mal im Vergleich mit der Hauptstory und die ganzen Legendenaufträge und was weiß ich nicht alles, ey. Du müssen nicht mal eine Scheibe davon abschneiden, ne? Wenn wir siegreich sein, weniger als auch mehr. Teil tun. Und unserer, der liegt hinter diesen Türen. Weiter zum inneren Heiligtum, ja. Wir haben hart für diesen Moment gekämpft. Sids Traum, unser Traum, ist zum Greifen. Also, ich bin vor dem finalen Kampf. Müssen wir die letzte Prüfung bestehen. Und das werden wir gemeinsam. Okay. Ihr wisst alle, was uns hinter diesem Tor erwartet. Werde ich heute das Spiel abschließen? Doch niemand stellt sich dem allein. Ja. 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 Ist ja nur so ein anderer Typ, ja. Akasisches Behemoth? Nein, danke. Anscheinend wird hier noch nach uns verlangt. Ich halte sie auf. Wir halten sie auf. Geht! Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Danke. Oh, da ist er schon. Oh, ne. Wo sind wir gelandet? Irgendwas sagt mir, ich kann nicht zum Versteck zurück. Okay. Oh, du bist so am Leuchten, Torgal. Leuchtest du im Dunkeln? Joshua! Joshua, wach auf! Was ist los? Das ist nichts, Donner.
Finsternis. Eine Schlucht zwischen den Welten, die euch einlädt zur Besinnung. Zeig dich uns! Schwer und zahlreich sind die Sünden der Menschen. Und ihr sollt sie nun erkennen. Die Zeit ist reif. Für Clive? Das Schicksal hat euch die Rückkehr gewährt. Also empfanget unsere Offenbarung. Ich fürchte, wir sind hier gefangen. Ah, so ein Mist. Ausweg. Bietet Ultima. Wir finden ihn und verschwinden. Alles klar. Interdimensionaler Riss. Oh, da habe ich aber Schiss. Boah. Na gut, so viel dazu, ne? Ich dachte, wir... Aber kann eigentlich auch noch nicht das Finale sein. Wir müssen ja den Kristall und so finden, ne? Die Musik kommt mir bekannt vor. Ist auch irgendein Retro. Um der menschlichen Schuld in ihrer Gesamtheit gewahr zu werden, müssen wir zurück zum Ursprung. Da willst du uns jetzt sagen, was wir Menschen als falsch gemacht haben? Ursprung der Fäule war. Was ist dann mit dem Mutterkristall? Die Antwort gibt er uns sicher gleich selbst. Wenn ich nicht hätten Clive, ne, dann wüssten wir gar nicht, was als nächstes passiert, ne? Ich schätze mal, wir müssen da lang, wo die Brücke sich gerade aufgebaut hat. Also ja, wir Menschen haben Magie bekommen und die haben natürlich wieder alles vermasselt, also was. Also wir Menschen haben irgendwas vermasselt und jetzt tausende von Jahren müssen wir dafür den Preis zahlen, also. Was ist sonst neu, ne? Was hat das alles mit mir zu tun, Ultima? Ich bin Ifrit, ich stehe über solche Sachen. Unserem Geist reduziert, fanden wir das nicht.
Schicksal zu entgehen, mussten wir neu beginnen. Mit einer neuen Welt. Die Welt, die Barnabas wollte. Ein Paradies ohne Fäule, wo sein Gott ihn erwartet. Und wir. Wir sollten ihm dorthin folgen. Und dafür alles hinter uns lassen. Unseren Willen aufgeben. Also will Ultima, dass wir Barnabas Werk vollenden. Spielen wir sein Spiel mit. Vorerst.